Jo, da gibt es vielleicht so ein paar, wie zum Beispiel Korta und seine Kollegen. Naja, Nach der Übertragung könnte Übertragung haben wir man. den Code für den Turbolift, wenn oder falls Hilfe kommt. Der Code besteht aus fünf Zahlen. 3, 17, 13. Die nächsten beiden Zahlen sind. Tja, da ist die Übertragung leider unterbrochen worden. Und wie wir auch sehen, das ist ja das, was ich mir gerade aufgeschrieben habe. Drei Punkte sind eine 3. Strich X und zwei Punkte sind 17. Da wir wissen, dass drei Punkte schon drei bedeuten, kann das also, glaube ich, heißen, dass ein Punkt 1 bedeutet. Hier sind zwei Punkte, also 17 minus 2 sind 15. Also muss jetzt eines von den beiden hier 10 und eins 5 sein. Gucken wir hier unten. Hier haben wir einen Strich und drei Punkte. Das ist 13. Also können wir da mal sagen, das sind 3. 13 minus 3 sind 10, also ist der Strich eine 10. Und das x somit eine 5. Hier steht das x alleine, also ist eine 5. Hier steht ein x und zwei Punkte. 5 plus 2 ist 7. Also sind die letzten beiden Zahlen 5 und 7. So einfach geht das. Und ich habe das damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, partout nicht hinbekommen. Ja, so dämlich war ich damals. Und ich habe gerade gehört, wie ich das hier gemacht habe, beziehungsweise auch gesehen. Ja, hier, das, so, so und so. Also sind die beiden Zahlen so und so. Das ist noch ein ziemlich einfaches Rätsel. Ich kann mich daran erinnern, das spoilere ich jetzt einfach mal kackendreist. Auf Narshada gibt es so ein ähnliches Rätsel, was man dann machen muss. Das hat nur was mit Rumdrehen von solchen Zylindern zu tun. Ist aber auch schon ziemlich tricky. Das hier ist noch ziemlich einfach dagegen. Neuer Tagebucheintrag. Gucken wir mal. Turboliftabschaltung, okay, das war das, was wir gerade gemacht haben. Wiederbeschaffung der Eben Rock. Bla bla bla, das haben wir gerade gelesen. So. Dann geht es dann mal wieder hier raus und jetzt müssen wir hier unten lang. So. Hallo. Na, steht die Kiste noch? Ja, die steht noch. Einmal Machtblitz bzw. Schock und er liegt. Bzw. es liegt. Was hat er dabei? Medikit. Warum auch immer ein Feuerlöschdruide ein Medikit braucht. So, jetzt wird's spannend. Wir dürfen uns nämlich nicht wirklich einfrieren lassen. Okay, komm, passiert. Weil sonst passiert nämlich das hier mit uns. Komm schon. Kipp um. Geh kaputt. Och nö, ich hasse die Dinger. Und natürlich bin ich wieder eingefroren. So, das war's. Ist erledigt. Und du da hinten auch. Und du bist jetzt auch erledigt. Und wir haben ein Level-Up erreicht. Huhuhu. Level aufsteigen. Fähigkeiten meine ich. So. Überreden, Bewusstsein, Sprengstoff, Tarnung. Je weiser ein Charakter ist, desto größer ist seine Chance, getarnte Objekte oder Charakter zu entdecken. Nach einem erfolgreichen Weisheitscheck gegen eine Tarnungsfähigkeit des Gegners oder Überreden. Diese Fähigkeit kann nur der Hauptcharakter beim Levelaufstieg auswählen. Dein Beredungskürzel bringt du andere Personen dazu, dir zu helfen, hat eine wichtige oder interessante Information, bla bla bla. Das könnte hinterher noch nützlich sein. So. Was nehme ich mal? Ich nehme mal die verbesserte Unruhe, da ich ja den Skill eh so gerne benutze. Kräfte. Was wird mir empfohlen? Machtschrei. Ganz ehrlich, den wollte ich jetzt auch nehmen. Und annehmen. Und zack, wir sind Level 5. Wie wir hier sehen können, gehen wir auch langsam aber sicher in Richtung dunkle Seite. Und hier unten verfärbt sich das auch schon ganz leicht rötlich, wer genau hinguckt. Aber so, weiter geht's. Da gibt's noch einen Zylinder, der hat noch Überreste für mich. Credits, warum auch immer ein Droide Credits dabei hat. Schwache Schallmine oder tödliche Schallmine. Ich nehme schwache. Ich stelle mich natürlich genau rein. Oder auch nicht. Oder doch. Oh, schade. So, ist was kaputt gegangen? Nein.
Biorestorativpanzer. Oh Gott, was für ein Name. Was macht der denn so? Rüstung? Aufträge? Diverses? Ja, diverses. Rüstung und Robenunterlagen wirken sich auf unterschiedliche Weisen auf eine modifizierte Rüstung aus. Für die Modifikation wird ein Werk bla bla bla. Ach, Regeneration 1, da oben steht's ja. Ja, nicht so wirklich hilfreich. Ach, Hallöchen, Kollege. Du kriegst jetzt zwar eine verbesserte Unruhe von Schädel gebratzt. Und deine Hand leuchtet lila. Oh, hallo? Stirbst du mal? Danke, sehr freundlich. Da. Ach, wirft der auch noch eine Granate hier, der Schlingel. Also der hat ja echt jetzt lang gebraucht, um zu checken, ob er tot ist. Ach, geil. Was sagt die Aufnahme? 37 Minuten. Ja, geht noch was. Na? Ja, ich kann was von dir aufheben. Gehen wir mal hier rein. Was gibt's denn hier? Ah. Gibt's noch was zu essen? Ne, sieht nicht so aus. Nur sehr eckige Becher. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, jetzt geht es aber weiter hier. Und dank der Unterbrechung habe ich jetzt vergessen, was ich gerade gesagt habe, aber egal. Ah, toll. Jetzt kriegen wir die Atemmaske. Diese Maske hätten wir nämlich... Kantinenlock. Diese Maske hätten wir... Ja. Diese Maske hätten wir gebraucht, hier oben in den Schlafsälen, wenn wir die Belüftung nicht abgeschaltet hätten. Und die kriegen wir... Hier. Ja, sehr intelligent platziert, ich weiß. Deshalb bin ich auch schon öfters da oben in den Schlafsälen verreckt. So, liegt hier noch irgendwas? Ja. Okay, sonst ist hier nichts. Weiter. Ich mach noch die Tür auf zum Spaß. So. Mal gucken, liegt hier noch irgendwo was? Ja, hier ist noch was. Minenarbeiterlock. Der Sicherheitsdienst hat uns heute wieder einen Vortrag über Schmuggeln gehalten. Aber nachdem die Typen bis jetzt unsere Quartiere noch nicht durchsuchen, müsste mein Lager unter der unteren Koje meiner Stube im östlichen Schlafraum sicher sein. Man findet es nur, wenn man danach sucht. Korta kam heute vorbei und fragt, ob ich etwas Besonderes zu verkaufen habe, aber die Art, wie er fragt, war irgendwie komisch. Ich habe lieber den Mund gehalten. Ich werde diesen Blaster behalten, den ich von Telos geschmuggelt habe, und die Granaten auch, falls er hier noch ungemütlich wird. Gut ist, dass ich so weit von der Tür entfernt bin. Ich kann den Krempel also in aller Ruhe entsorgen, wenn der Sicherheitsdienst unsere Stube kontrolliert. Hört sich interessant an. Wo war das nochmal? Der unteren Koje meiner Stube im östlichen Schlafraum. Das ist der westliche. Toll, in welchem? Findet's nur, wenn man danach sucht. Ich glaube... Ist da was? Ich gehe gleich nochmal rüber und guck einfach, ob ich da was finde. So, liegt da drüben noch was? Blöde Kamera. Ja, eine Leiche, die plündere ich dann nochmal eben schnell. Und ich gehe nochmal zurück, weil das hat mich nämlich jetzt ehrlich gesagt neugierig gemacht. So. Gucken wir doch mal. Östliche Schlafräume, untere Koje, findet man nur, wenn man wirklich danach sucht. Untere Kiste. Das hat mich jetzt echt neugierig gemacht. Gibt's da was?
Oder habe ich die Sachen vielleicht schon einkassiert? Das weiß ich jetzt nicht. Aha! Geheimfach. Ionengranate, Blasterpistole, Splittergranate und Medikit. Huhuhu, da haben wir es also. Also können wir jetzt aber wieder zurück. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Weil ganz ehrlich, die meisten dieser Loks, die hier im Fenster auftauchen, die lese ich jetzt zum ersten Mal. Die habe ich damals immer weggeklickt, weil ich da meines Erachtens nur unnötige Informationen drin verstanden würde, fand bläh. Na egal. Moment, wo geht's da hin? Sicherheitstür. Schweiß ich eben auf. Ah ja, hier gab es noch einen Lagerraum, jetzt erinnere ich mich. Was? Wie? Wo? Ach so, der hat eine Granate geworfen. Wieder wechseln. Kaputter Gegenstand. Ist leider das Doofe dabei, dass da die Gegenstände öfters kaputt gehen drin, wenn man die so öffnet, die Schränke. So. Noch irgendwas? Nö. Zwei Schränke. Eigentlich ziemlich wenig, will ich meinen. Aber naja. So. Da ist schon der Ausgang. Und dann gehen wir gleich mal dahin. Ach, gucke mal einer an, wer da liegt. Unser lieber Gorter. Na dann, was hat der denn so bei sich? Minenlaser, Energieschild, Minenarbeiterlok. Soll ich mir das auch noch reinziehen? Oh, der hat aber auch einiges dabei. Der Kollege hier? Auch. Ah, ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie keinen Nerv, mir das Lok da noch reinzuziehen. Egal, ich gehe erstmal in die Konsole. Zugriff auf Kameraloks. Ich hätte es fast nicht mehr aus dem Schlafbereich geschafft, Sie Murglack. Musste das denn so knapp sein? Ja, eine bedauerliche Fehlkalkulation meinerseits. Ich melde mich bei Ihnen, weil ich eine Übertragung von dieser Ebene empfange. Waren Sie das? Nein, Sie versuchen das alte Relais-System zu benutzen, um ein Notsignal abzusetzen. Die wissen wohl nicht, was los ist. Hey, dieser Turbolift ist gesperrt. Versuchen Sie es nochmal mit dem Code. Und keine Sorge wegen der Minenarbeiter. Bis Hilfe kommt, sind wir längst auf Nashadar. Oh, die werden die Schlafräume nicht verlassen. Die Explosion hat die Lüftungssysteme beschädigt. Die Abgasrohre wurden zerstört. Was? Das wird sie alle umbringen? Nicht alle. Aber ich schicke Ihnen gerade ein paar Minendroiden, um das Problem zu beseitigen. Carter, dieser Turbolift ist gesperrt. Der Code funktioniert nicht. Versuchen Sie es weiter. Sie... Warum tun Sie das? Warum ich? Sie? Um Sie ging es nie. Ich interessiere mich nur für die Jedi. Aber Sie mussten ja alles ruinieren. Sie wollten ihm wehtun. Tja, und das kann ich leider nicht zulassen. Feststellung. Sie sind ein Risiko, Carter. Sie sind impulsiv, grob und so gut wie tot. Das dürfte nicht lange dauern. Spöttische Frage. Corta? Corta, sind Sie schon tot? Selbstgefällige Feststellung. Ich vergaß wohl zu erwähnen, dass ich die Codes der Turbolifte geändert habe.